heute ist Renntag hier auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Eine Strecke, die in den vergangenen Jahren nicht wenige atemberaubende Rennen zu bieten hatte. Was heute ganz bestimmt auch wieder so sein wird. Die Strecke in Katalonien wurde überarbeitet. Im Fahrerlager ist man sich einig, dass die Schikane, die jetzt verschwunden ist, ohnehin überflüssig war. Die letzte Kurve ist jetzt viel schneller und die 4,7 Kilometer und 14 Kurven sind bereit für den Grand Prix von Spanien. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Charles Leclerc startet aus der Pole Position. Vor Sergio Perez, der auf P2 steht. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Verstappen, Russell, Norris, Hamilton, Gasly, Sainz, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Tsunoda, Joe, Sargent, Bottas, Magnussen, Ocon, Hülkenberg, De Vries, Jackson, Stroll, Albon, Stroll. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Wir sind hier im wunderschönen Katalonien zum Grand Prix von Spanien. Die Saison hat zwar gerade erst begonnen, aber es ist schon so viel Drama gewesen. Was erwartest du an diesem Wochenende, Stefan? In der Formel 1 geht es natürlich um die Fahrer und Fahrerinnen und Teams an der Tabellenspitze. Aber ich interessiere mich immer noch sehr für Konnersport. Die Abwesenheit von Devin Butler war beim letzten Rennwochenende sowohl auf als auch abseits der Strecke deutlich zu spüren. Butler war so präsent in diesem Team. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall. Kaspar Ackermann und das Team von Konnersport haben an diesem Wochenende alle Hände voll zu tun. Das waren ein paar verrückte Wochen, aber du bist ja immer gut gefahren. Komm runter und lass uns sehen, was wir tun können. Noah Bell ist auf jeden Fall zumindest mal für ein Wochenende der Ersatzfahrer, der aber in der Startaufstellung einfach Stroll heißt. So, okay. Ja, Aiden, was man bis jetzt mitbekommen hat, ist ja immer eher so nicht in den Punkten unterwegs gewesen. Er startet jetzt hier auch von P19. Also, ich weiß nicht, was mit Aiden los ist. Also, er war frustriert, klar. Man hat jetzt auch gar nicht mehr so viel mitbekommen. Es ging jetzt auch hauptsächlich um Butler. Aber irgendwie, seine Form hat er trotzdem nicht gefunden. Trotz, dass jetzt hier Ackermann und so weiter mit am Start ist. Also keine Ahnung, da muss jetzt auch ein bisschen mehr kommen. Also muss man mal klar sagen. Ja, ich bin noch nie tatsächlich im neuen Spanien gefahren. Keine Ahnung, was uns erwartet. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen viel Flügel, oder, für Spanien? Ich würde jetzt einfach mal ein bisschen weniger machen. Wenn wir schon ein bisschen was einstellen können, machen wir das jetzt einfach mal. Aber zu viel will ich jetzt eigentlich auch nicht einstellen. Vielleicht ein bisschen weicher den Spaß. So. Keine Ahnung, ich stelle jetzt einfach mal so ins Blaue rein ein. Wird schon irgendwie passen. Und ja, da dürfen wir wahrscheinlich wieder ein komplettes Rennen fahren. Vielleicht. Primärziel, so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Okay, ja, erst müssen wir in die Punkte kommen. Kein Bonusziel. Doch, kommen wir vor Sainz und Alonso ins Ziel, also vor den beiden Spaniern. Okay, das ist krass. Aber wir dürfen wieder ein komplettes, kleines Rennen fahren, so wie in Bahrain schon. Also freue ich schon mal auf ein bisschen Action. Und ich denke, da wir von so weit hinten starten, könnte da auch vielleicht wirklich was nachgehen nach vorne. Punkte Unterhaltung und Überholmanöver. In Spanien ist eh eine geile Strecke und ich denke jetzt ohne die Schikane am Ende dürfte das auch richtig coolen Flow haben. Zum jetzt erstmal drauf klarkommen, wie das Fahrzeug sich fährt. Und das Setup, was ich einmal jetzt mal ins Blaue eingestellt habe. Außenrum natürlich. Ja, kaum ist Devin weg, ist jetzt der Druck. Aber weg, der Rivale, der ihn gebremst hat. Oh, ja, ich wollte so bremsen, wie wenn die Schikane noch da gewesen wäre. Oh, ich bin tatsächlich die neue Variante noch gar nicht gefahren.
die neue alte Variante. Die war früher schon mal so. Okay. Mal überlegen, ob ich trotzdem mal hier ein bisschen aggressiver gehe. Einlenkverhalten und so passt noch nicht so ganz in mir. Ich habe den Rhythmus quasi noch nicht ganz draußen, aber das kriegen wir schon hin. So, jetzt hier nicht zu früh bremsen. Okay, ja, man kann da vorbei. Setz Überholen ein. Ich glaube, Vollgas kann man hier nicht geben, oder? Ja, doch, könnte gehen. Hier muss man ein bisschen lupfen, würde ich behaupten, oder? Ja, hab den Rhythmus noch nicht raus für die letzten beiden Kurven. Fällt mir jetzt auch jeglich erfahrungswert. So, da. Seins ist auch gleich da, also das sollte sogar machbar sein. Boah, danke an Sainz, dass er da aufgemacht ist. Ich dachte, wenn er jetzt komplett zuzieht, dann knallt's. Aber ich dachte, ich probiere es einfach mal. Ja, ich meine, der Druck liegt jetzt einzig allein auf Jackson, ja. Und unter Druck, vielleicht funktioniert er dann einfach. Deswegen muss er alles riskieren. Ja, der ist auch ein bisschen zu weit. Hier muss ich, glaube ich, so minimales anbremsen, glaube ich. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 7,9 Sekunden. Sag's wie es ist, ich glaube, wir können das Rennen sogar gewinnen. Und so viel Zeit, also wenn wir das Rennen wirklich zu Ende fahren dürfen, auf jeden Fall. So stark ist die Konkurrenz nicht. Ich wiederhole nochmal, die Karriere ist auf schwer eingestellt, also schwieriger kann ich es nie machen. Aber es bin nicht ich, es ist Aiden, der halt einfach so überragend ist. Schaden sollte ich nicht reinfahren ins Auto. Das wäre nicht so gut. Ah, okay. Also, ich habe den Rhythmus noch nicht, wie ihr feststellt, für die letzten beiden Kurven. Wollen wir mal noch gucken. Das bringt dir P6. Du hast dich auf P6 vorgekämpft. Ja, die Hitze in den Reifen kann immer ein Problem werden, wobei wir ja auch schon festgestellt haben, dass in dieser Breaking Point Story die Kerntemperatur gar nicht simuliert wird, sondern die ist immer hier richtig, aber die Oberfläche kann natürlich trotzdem zu heiß werden. Okay, da habe ich mir jetzt viel zu wenig Platz gelassen, Hamilton. Es war klar, dass es einen kleinen Kontakt gibt, aber alles gut, wir haben es überlebt. Aber ich bin ganz ehrlich, mit der neuen Fahrphysik jetzt von F1 23 wäre ich gerne jetzt die Variante mit Schikane nochmal gefahren. Ich glaube, da wäre die jetzt ganz cool gewesen.
Dann gehen wir in die Box 9, okay. Gehen da free wide rein. Aber die blockieren jetzt dadurch auch alles. Außen wird nicht gelingen. Oh, Vorsicht. Gut gemacht. Damit liegst du einen Platz weiter vorn. Bump-Rafting machen hier. Ja, das können Formel-1-Autos ganz gut. Oh, okay, also die letzte Kurve irgendwie, da muss ich, glaube ich, da leicht anbremsen. Das schaffe ich es nicht. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Und die holen wir uns jetzt beide. Ich mir so gedacht. So, jetzt haben wir noch Verstappen, der jetzt natürlich durch das Gerangel ein bisschen sich distanzieren konnte, aber ich glaube trotzdem, dass wir den noch bekommen können. Pace ist ja überragend. Ja. Man muss aber sagen, dieses Konnersport-Auto in dieser Breaking Point-Karriere fährt sich auch sehr, sehr gut. Aber ich glaube, das haben die auch für gern so ein bisschen einfacher gemacht. Und ja, seien wir ehrlich, die KI, was ist das, was für eine KI-Stufe wird die sein? 80 vielleicht? Der Grip lässt ein bisschen nach. Keine gute Linie. Ja, irgendwie. Vielleicht sogar den Shortshift, den sechsten machen runter. Nicht den Shortshift, den Downshift. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 18,1 Sekunden. Das nochmal hier mit. Vorsicht, die Curbs sind fies. Gute Inlet. Ja, es könnte noch spannend werden, aber ich glaube, wir haben gute Karten. Wenn jetzt die Pace nicht komplett einbricht mit den Mediums, dann sollten wir tatsächlich hier einen weiteren Sieg für Konnersport einfahren. Und wahrscheinlich die ersten Big Points für Aiden. Zu spät gebremst.
Sehr gut. So, Versagen geht auf, Mediums. Also wird es auf jeden Fall auf der Strecke ausgetragen. Los, gib Gas. Das ist perfekt gelaufen. Wir sind stolz auf dich und die Crew. Das war unser letzter Boxenstopp. Wir sind zu spät den Limiter ausgeschaltet. Ich hätte jetzt natürlich schön Stroll hier reingequetscht. So, da wir ja keine Kerntemperatursimulation hier haben, Breaking Point können wir direkt pushen eigentlich. Auch wenn das natürlich jetzt hier alles als nicht so geil ist mit Stroll. Okay, du bist in den Top 10. Das Sam hat jetzt aber auch gleich Verkehr, also alles gut. Das hat ihn jetzt richtig ausgebremst. Dadurch können wir die Führungsposition übernehmen. Noah ist in der Boxengasse. Noah in der Boxengasse. Gucken wir mal, ob wir sogar vielleicht Verstappen auf Distanz halten können. Als ob jemals in der Saison 2023 irgendein Fahrer oder Team Verstappen auf Distanz halten kann, bei gleichenden Voraussetzungen. Aber mit Cornersport ist alles möglich. Verstappen, glaube ich, aus dem DRS-Fenster, was schon mal wichtig ist. Heißt, Rennrunde haben wir auch. So, gut, so müssen wir es durchziehen, die letzten 5 Runden. Und dann ist Butler einfach vergessen. Sammelt so viele Punkte wie möglich, ist das Ziel. Ich glaube, wenn wir das gewinnen und die schnellste Rennrunde auch haben, dann haben wir auf jeden Fall so viele Punkte wie möglich gesammelt. So, ich muss noch ein bisschen mit dem ERS aufpassen. Zu viel darf ich jetzt auch nicht verballern. Schlecht gefahren. Ach, Sainz ist jetzt aber auch schon auf 4 vorgefahren, also das Bonusziel hätten wir so oder so dann aufs Podium kommen müssen. Ja, wenn die Reifensimulation komplett angeschaltet wäre, hätten wir auf jeden Fall auf die linken Reifen, die wären so am Schwitzen, weil die halt in Spanien extrem belastet sind. Jetzt dadurch, dass natürlich die Schikane auch noch weggefallen ist, sogar noch mehr, weil du nochmal 2 zusätzliche schnelle Rechtskurven hast.
Es gibt natürlich zwei hier auch Linkskurven, aber die sind bei weitem nicht so belastend auf die Räder wie die Rechtskurven hier. Das ist ja alle schnelle Kurven, die wir haben, sind eigentlich Rechtskurven. Das ist schon echt heftig. Ja, also die letzte Kurve habe ich noch nicht so ganz raus, wie ich die am besten angehe. Sekunden, schon mal gutes Pölzerchen. Das kann sich nur noch daran scheitern, wenn wir selber jetzt irgendwie Bockmist bauen, aber ups, ja, ich hab's nicht vor, aber fast jetzt hätte ich's verschrien. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht noch ein Rennen so in dem Stile haben werden in Breaking Point, also wo wir nochmal so ein komplettes Rennen fahren dürfen, wahrscheinlich das letzte. Ich denke, sonst die sonstigen Rennen werden jetzt eher wieder dann so Ereignisrennen, sag ich jetzt mal, sein, wenn ihr versteht, was ich meine, wo wir halt einen Teilausschnitt davon erleben. Zwei Runden noch. Passt. Hier und da merkt man, dass mir der Rhythmus noch ein bisschen fehlt in Spanien. Manchmal treffe ich überhaupt den entscheidenden Punkt gar nicht. Aber vor allem die letzte Kurve, da habe ich noch gar nicht irgendwie den Rhythmus raus. Los, letzte Runde. So, letzte Runde. Da haben wir hier Spanien auch mal gesehen. Bearbeiten Version. Wir haben das Seins mal 17 Sekunden abgenommen. Upsala. Jetzt kommt nicht nötig jetzt.
das Auto wegschmeißen, mal einen Dreher oder das Fahrzeug in die Wand setzen wäre nicht so gut. Bringt der ganze Vorsprung nix. Ja, nice. Ja, wir haben es geschafft. Ja, Mann, so nämlich. Aiden Jackson geht heute für Connors Sport an den Start und es gibt wilde Spekulationen darüber, ob sie die Saison mit dieser Fahrerpaarung zu Ende bringen oder nicht. Na, ich denke, sie werden ein neues Talent unter Vertrag nehmen. Das Risiko müssen sie eingehen. Wobei eine Verpflichtung mitten in der Saison würde für ganz schön Gesprächsstoff sorgen. Wir werden sehen. Die Gesichter der drei Bestplatzierten sehen unglaublich glücklich aus, während sie sich auf das Podium begeben. Sie alle hätten den Sieg verdient gehabt. Wichtig für Aiden. Connor Sport ist gerade in einer etwas merkwürdigen Situation. Wie war das heute für Sie? Es ist komisch, aber man tut, was man kann. Es ist mir egal, wie die anderen Teamkollegen sind. Egal, wer die anderen. Ja, vor nicht allzu langer Zeit war mein Teamkollege noch Devin. Wir hatten einen Plan für den Rest der Saison. Jetzt ist Noah für die letzten paar Rennen als Reservefahrer eingesprungen. Und plötzlich weiß niemand mehr so recht, was Sache ist. Ich musste noch nie unter diesen Umständen fahren. Es ist komisch, aber man tut, was man kann. Wie geht es Devin? Und wie geht es Ihnen mit Ihrem neuen Teamkollegen? Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich vermisse ihn. Devin kommt zurück und wenn es nur ist, um mich zu ärgern. Wir machen uns alle Sorgen um ihn. Ja, vermisse, ich glaube. Ich weiß genauso viel wie alle anderen. Ich habe gesehen, was passiert ist. Ich mache mir natürlich Sorgen um ihn, wie wir alle. Aber er ist im Moment nicht in der Lage zu fahren. Soweit ich weiß, arbeitet er hart daran, in den Sport zurückzukehren und ich wünsche ihm alles Gute. Es wird viel darüber geredet, was passiert, wenn Devin nicht zurückkehrt. Würde sich Connorsport nach einem neuen Fahrer umsehen? Das muss Kasper beantworten. Es ist früh, um darüber zu reden. Es ist immer noch Devins Platz. Unsere derzeitige Besetzung ist gut. Es gibt viele Talente da draußen. Ja, ich denke, das ist die fairste Antwort. Ich denke, es ist zu früh, um darüber zu reden. Es ist Devins Platz und solange wir nicht mehr wissen, sollten wir nicht über einen Ersatz für ihn reden. Die Teams haben nicht umsonst Reserven und wir müssen unsere einsetzen, bis wir wissen, was los ist. Vielen Dank für das Gespräch. Danke für Ihre Zeit. Nach dem Rennen, nach dem Grand Prix von Spanien hat sich Contador das Ziel gesetzt, sein Fahreraufgebot für den Rest der Saison zu sichern. Okay. Ja, ich würde gerne das Gespräch zwischen Kasper und Kelly auf jeden Fall sehen, wenn ich ehrlich bin. Ersatz für Connorsport, neue Fahrrechtssicht für Aserbaidschan. Nach dem heutigen Leistung bleibt... Du wolltest mit mir sprechen, Kasper? Ja, genau. Schieß los. Nichts Gravierendes. Ich wollte mich nur bedanken. Wofür? Ich mache nur meinen Job. Nein, ich weiß, warum du im Team geblieben bist und ich werde dich nicht anlügen. Es war nicht einfach. Das kannst du laut sagen. Aber du hast dich schon bewiesen. Es ist gut, jemanden zu haben, auf den man sich verlassen kann. Immer doch. Ich warne dich, Aiden. Es wird nicht einfacher, zumindest für eine Weile. Aber wir haben schon jemanden im Visier. Jemand verdammt Talentiertes. Wer ist es? Das kann ich noch nicht sagen. Es ist etwas heikel, aber bei einer Zusage könnte das etwas ganz Besonderes werden. Und wie geht's Devin? Ich bin nicht sicher, aber ich denke gut. Davidov schirmt ihn ab, aber er sagt, Devin geht es gut. Gut zu wissen. Mach so weiter wie bisher, okay? Und jetzt ab mit dir. Natürlich, Kasper. Wir sprechen später. Kasper ist einfach ein super Typ, muss man einfach so sagen. Und ich denke auch, Kasper
Und Aiden ist auch ein gutes Team. Also von dem her, ich denke, für Aiden wird es sich noch lohnen, dass er nicht gewechselt ist. Dass er so quasi auf sein Herz vertraut hat und gesagt hat, okay, Kasper ist jetzt hier, ich bleibe hier auch im Team. Ja, also so, neuer Fahrer rechtzeitig für Azerbaijan. Nach neuen Leistungen bleibt die Frage bestehen, wie lange kann Konnenspaß Ersatzfahrer Noah Bell durchhalten? Ja, das war natürlich nichts, was der da gemacht hat, das ist klar. Ich glaube, die erste George Russells Gastauftritt in Throttle Zone. Okay, da, weil ich das ja abgelehnt habe, weder für Devin noch für Aiden. Ja. Naja, gut, egal. Social haben wir auch noch ein bisschen was. Jackson gewinnt einfach? Ja, ich habe nichts Lustiges beizutragen. Verrückt, das war einfach nur Wahnsinn. Ja, aber wie auch? Er wirkte heute ausgebrochen unsicher, also eine neue Verpflichtung. Tja. Jackson legt mit dieser schnellsten Runde eine Glanzleitung in die Konnersport-Auto, wurde seit der letzten Saison stark verbessert. Es gibt Gerüchte, dass Aiden Jackson von Konnersport beim neuesten F1 Sim Racing Event dabei sein wird. Tolle Sache. Ja, da freuen wir uns natürlich. Nice. Jackson sagt, er wünscht Devin nur das Beste. Wirklich, Aiden? Wünschst du ihm wirklich das Beste? Ja, Mann, sowas soll es geben. Das tut er bestimmt. Er müsste schon ziemlich viel sein, um einem anderen Fall ein gesundheitliches Problem zu finden. So nämlich. Natürlich, dabei ging es um ihre Beziehung, nicht um Butlers Gesundheit. Ja. Bürgermann und Connor ist die Sache gelaufen. Sie suchen wohl jemand anderen, der für die Rest der Saison aushilft. Hä? Mal gucken. Die Frontzone-Filme sind mein absolutes Highlight. Schön, dass George Russell dabei sein wird. Ich bin echt gespannt. Aber wie sie jetzt alle das so machen, dass ich meine Entscheidung bereue, dass ich keinen der beiden Fahrer hingeschickt habe. Ja. So, Kelly, Casper. Dies geschieht entgegen meines gesunden Menschenverstandes, aber du und Andreo scheinen davon überzeugt zu sein, dass dies die richtige Entscheidung für das Team ist. Sag mir sofort Bescheid, wenn du mit ihr gesprochen hast. Ich will sofort informiert werden. Gut gemacht, mehr in Kürze. Okay. Ich weiß, dass es in letzter Zeit bei Konnersport nicht einfach war, aber ich möchte, dass ihr alle wisst, geht es an das ganze Team gerichtet. Ja. Und dann nochmal hier direkt an Casper. Hallo Casper, Davidov hat sich gemeldet. Erst sagt er, dass Kelly die richtige Wahl ist. 2 Minuten später sagt er, dass sie ein Risiko ist. Wenn ich ihn nicht besser kennen würde, würde ich sagen, dass er Panik hat, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob das eine berechtigte Sorge ist oder persönliche Gründe. Soll ich beim Meeting mit Kelly dabei sein? Mir ist beides recht. Ruf mich an, wenn du das liest. Ich muss natürlich sagen, ich glaube, das sorgt noch für richtig Zündstoff mit Kelly und auch Davidoff und so weiter. Also das könnte schon richtig böse werden. Hi Cass, ich bin schon da, gestern Abend in Spanien. Achso, das haben wir schon gelesen. Okay, dann würde ich sagen, ich bin mal gespannt, was passiert. Okay, wir kriegen erst noch mal ein paar Aufgaben. Hey Boss, hast du kurz Zeit? So, Aiden wurde gebeten, bei der Werbung für ein F1 Sim Racing Event zu helfen. Er hat die Teilnahme zugestimmt, ohne sich vorher mit uns abzusprechen, und die Veranstaltung hat seine Teilnehmer bereits in den sozialen Medien angekündigt. Sollen wir ihn teilnehmen lassen? Ja, es ist ärgerlich, dass er nicht zuerst mit uns darüber gesprochen hat, aber es ist gut für das Team, wenn er sich nur... Ja, das kommt. Zustimmen, fertig, da überlege ich nicht lang. Sim Racing ist immer gut. Warum zögerst du noch? Es war doch immer dein Traum, in der Formel 1 zu fahren. Aber nicht auf die Art. Weißt du, was er getan hat? Du meinst deinen Vater? Er hat sich geweigert, mich zu unterstützen. Er wollte nur eines seiner Kinder finanzieren und meinte, Devins Karriere wäre vielversprechender. Das wusste ich nicht. Es tut mir leid. Mom hat mich dann mit dem Geld aus der Scheidung unterstützt, aber... Und jetzt bist du hier, weil er dich geschickt hat. Nein. Das war meine Idee, meine Entscheidung. Und deshalb bin ich hier, dich zu fragen, und nicht dein Vater. Wir brauchen einen Ersatz und ich habe dich vorgeschlagen, weil ich weiß, wie gut du bist. Das ist die Wahrheit. Ich wollte es immer nur unter meinen Bedingungen machen, nicht sein. Ich passe auf dich auf. So wie in der Formel 2. Wirst du ihn denn von mir fernhalten? Ich werde tun, was ich kann. Wirklich alles. Damit du dich ganz allein aufs Fahren konzentrieren kannst. Bist du dabei? Vielleicht erhältst du nie wieder eine solche Gelegenheit. Das ist dir klar. Was gibt's da zu überlegen? Ey, nimm das an, zeig, was du kannst, und dann durch Taten quasi alle
Lügen strafen oder zum Schweigen bringen. Das ist das Tolle eigentlich an Sport allgemein. Ja, ich bin ja jemand, der mich immer, egal für welche Sportart, irgendwie begeistern kann. Und wenn man das sieht, dass da jemand Leistung bringt, egal wer, Geschlecht, Nationalität, völlig egal. Ich bin jemand, ich gucke nie Leichtathletik, aber wenn mal Olympia ist oder so, gucke ich da immer zu. Und ich denke halt immer, ey, wenn jemand Leistung bringt, wenn jemand so sein Leben dafür quasi ja aufgibt schon fast oder quasi alles investiert, ey, du kannst halt einfach mit Leistung ja alle Lügen strafen, alle zum Schweigen bringen. Und genau das ist doch das, was jetzt Kelly machen muss. Sie kann quasi für ihre Mutter, sie kann gegen ihren Vater, sie kann es für sich selber beweisen. Es ist doch perfekt, also sofort. Ja? Also da gibt es eigentlich gar keine Überlegung, muss man ganz klar sagen. Ja, einige Wochen später, Kapitel 11, Grand Prix von Aserbaidschan. Mit der aktuellen Formel-2-Meisterin Kelly Meyer an Bord hoffen Casper und das Team von Konnersport, dass die Stabilität im Team dazu beiträgt, die nötigen Ergebnisse zu erzielen, um im wettbewerbsintensiven Mittelfeld der Formel 1 mithalten zu können. Ich bin mal sehr gespannt. Ich kann mir das aktuell gerade noch nicht vorstellen, wie Kelly und Aiden harmonieren werden. Kelly jetzt natürlich erstmal diese Familiengeschichte mit sich selber ein bisschen beschäftigt, natürlich selber aber eine super selbstbewusste Frau. Aiden, der super ehrgeizig ist, jetzt natürlich eine neue, ja, quasi Konkurrentin da ins Team mit reingebracht bekommt. Also ich denke mal, das erste Treffen von den beiden wird sehr entscheidend sein, wie das so weiterläuft. Ich bin mal gespannt, wie das so ist. Mal gucken, ob wir das überhaupt sehen werden. Wir gehen aber mal weiter hier. So, was haben wir denn Schönes? Tolle Neuigkeiten. Einer unserer Sponsoren hat unerwartet einen Bonus vorzeitig ausgezahlt. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, dieses Geld zu wetten. Wie wollen wir investieren? Ins Auto, um das Auto ist leistungsfähiger zu machen, hat oberste Priorität. Ein glückliches Team, ein produktives Team, belohnen wir sie für ihre harte Arbeit und lassen wir das Geld in den Premierentopf zurückfließen. Oder ins Werk. Unser Werk ist immer noch schlechter ausgestattet als die unserer Konkurrenten. Weitere Investitionen in diesem Bereich werden uns in den kommenden Jahren helfen. Ja, kommende Jahre werden wir nicht spielen, deswegen sag ich mal, das Team, komm. Das Auto ist eigentlich ganz gut. Aktuell. Okay, Nachrichten. So, Konnersport verpflichtet Kelly Meyer. Jetzt ist es offiziell und wir kriegen auch einen Anruf von Davidoff. Davidoff. Ich durfte nicht in die Garage, weil Kelly da ist. Das ist lächerlich. Wir haben darüber gesprochen. Du musst dir etwas Freiraum lassen. Ich lasse dich erst einmal gewähren, Ackermann. Aber ich mag es nicht, wenn man mir sagt, wo ich hier hingehen darf und wo nicht. Du hast mich dazu überredet. Was heißt das? Wozu überredet? Kelly unter Vertrag zu nehmen. Ich erlaube dir nur, die Lorbeeren dafür zu ernten. Das ist alles. Hört sich so an, als wolltest du mir die Schuld geben. Wenn du mit ihr recht hast, dann gibt es keine Schuldzuweisungen, oder? Sonst noch etwas? Du bist ein beschäftigter Mann. Ich lass dich weitermachen. Okay, also, F2-Champion ersetzt ihren Bruder. Eine Verpflichtung mitten in der Saison, über die die ganze Formel-1-Welt spricht. Konnersport weigerte sich zunächst, sich in die Zukunft von Devin Butler und zu der Frage zu äußern, ob es notwendig sei, ihn zu ersetzen, brach aber letzte Woche das Schweigen und bestätigte die Gerüchte um Kelly Meyer. Viele Spekulationen, dass Meyer, die Formel-2-Meisterin der letzten Saison, den freien Platz in dem von ihrem Vater finanzierten Team einnehmen könnte. Jetzt, wo der Grand Prix von Aserbaidschan, bereitet sich Konnersport auf Meyers ersten Einsatz vor und der Rest von uns wartet mit Spannung darauf, wie sie sich schlägt. Ey, das wird super schwierig. Also überhaupt der Einstieg in die Formel 1, super schwierig. Mitten in der Saison vor allem dann auch. Ich denke mal, als Frau natürlich sowohl der mediale Druck, aber auch, das müssen wir nicht verschweigen, ist natürlich auch körperlich eine ganz andere Belastung. Das ist ja auch mit der Grund, warum Motorsport so eine Männerdomäne ist. Nicht weil, ey, das ist ein Sport für echte Kerle, sondern das ist allgemein in jedem Sport so, dass halt Männer einfach aufgrund ja ihrer Genetik einfach Vorteile haben und so ist es auch im Motorsport. Also eine Frau muss da viel, viel, viel härter dafür kämpfen. Inwieweit das natürlich jetzt hier mit reinfließt in diese Geschichte, weiß ich nicht. Aber so oder so, das ist schon eine Mammutaufgabe. Also wenn sie überhaupt ins Ziel kommt, alleine schon in diesem Rennen, wäre das schon überraschend, so sage ich jetzt mal. So rein jetzt auf die reelle Schiene gezogen. Er kann man über Meyer, indem du mit dem Geschäftsmann blablabla. Es zeichnet mich nicht aus, dass ich Kellys Fähigkeiten erkannt habe. Jeder, der die Formel 1 verfolgt, weiß, wie dominant sie in der Formel 2 war. Wenn sie ein Mann wäre, wäre niemand überrascht, dass sie einen Platz in der Formel 1-Team erhalten hat. Ja, okay.
Erstmal werden wir dafür sorgen, dass das Auto zu ihr passt. Das war in der Formel 2 nicht der Fall. Man weiß nie, wie ein Fahrer, Fahrerin sich machen wird. Aber ich glaube an Kelly und ich bin gespannt darauf, wie es läuft. Ja, ich bin auch gespannt auf jeden Fall. Social, da geht's jetzt richtig ab. Kelly Mayers erster Formel 1 Rennen. Die Augen der Formel 1 Welt sehen zu, ein historischer Tag. Raus mit einem Butler, rein mit einem anderen. Oh, nicht Butler, sondern Mayer. Ja, das ist klar, dass das natürlich jetzt auch bei den männlichen Leuten da zum Teil verachtete Kommentare gibt. Wobei ich denke mal, in dem Spiel werden sie das ein bisschen gezügelt haben. In echt würde das wahrscheinlich extrem Hate up auslösen auch. Gerade mit dieser Vater-Tochter wieder mit B-Beziehung. Ihr Vater finanziert das Team, Emmanuel leitet das Team, ihr Bruder muss ersetzt werden. Wer hat Lust auf Vetternwirtschaft? Genau das halt, ne? Wir feuern Kelly heute bei jedem Schritt an. Ich freue mich, so eine Frau im Grid zu sehen. Ja, finde ich auch mal cool, auf jeden Fall. Endlich eine moderne Formel-1-Fahrerin. Los! Hashtag stolz. Aiden Jackson hatte noch nie einen Teamkollegen, den er nicht hasste. Mal sehen, ob sich das Meyer-Trend entgegen... Ja, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Es ist halt echt, das habe ich ja auch vor, ich weiß nicht, einigen Folgen gesagt wahrscheinlich, dass Aiden, muss man ja auch mal ehrlich sagen, immer aneckt mit seiner Art, mit seinen Teamkollegen. Muss man ja auch mal ganz klar sagen. Also bin ich mal gespannt, wie gesagt, wie das läuft mit den beiden. Das bin ich echt gespannt. Das kann ich echt aktuell nicht einschätzen. Mal gucken. Mayer ist nicht Butler, sie sind zwar verwandt, aber ihre Stile ist unterschiedlich. Ich denke, sie passen gut zueinander. Ja, mal gucken. Holt Devin zurück. Ah, der hat andere Probleme. Mal gucken, ob wir da nochmal was hören. Ich denke aber mal schon. So, kluge Entscheidung von Ackermann und Connor oder drohende Katastrophe. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. So, Pressezeichen für Kelly. Ja, die interessieren mich jetzt nicht. Sorry, Ackermann. Hey, Schatz. Ich konnte dich telefonisch nicht erreichen, trotz meiner besten Bemühungen, es nicht zu tun, treffe ich mich mit Evelyn zum Mittagessen. Ich glaube, das ist die Mutter, ne, von Dings, ja. Es hat sich herausgestellt, dass sie ziemlich überzeugend sein kann, wenn sie will. Wie die Mutter, so die Tochter, schätze ich. Ich habe übrigens gerade das Trackside-Interview gelesen. Ich weiß nicht, warum du dir solche Sorgen gemacht hast. Du kommst wirklich gut rüber, obwohl, wenn ich so darüber nachdenke, war es nicht meine Idee, dass du ihr Mentor wirst. Sie sollten mich eigentlich mit interviewen. Die Schlagzeile könnte etwa lauten: Zoe Ackermann verändert im Stillen das Gesicht der Formel 1. Was hältst du davon? Ich werde es Evelyn vorschlagen, wenn wir uns treffen, mal sehen, wie sie das findet. Ja, stimmt, weil Evelyn ist ja selber Journalistin, haben wir ja mitbekommen. So, Wochenendvorschau. Okay, sogar 12. geht sie ins Rennen. Okay, das ist mal richtig stark und ich würde sagen, da gehen wir auch direkt hin. Grand Prix von Aserbaidschan am Renntag. Vor den Augen der Weltöffentlichkeit will Kelly bei ihrem ersten Start am Steuer eines Formel-1-Autos Geschichte schreiben.